Es waren gerade mal 43 Sekunden im Spiel zwischen Ambri und den Lakers gespielt, als die St. Galler durch Reto Suri in Führung gingen. Die Reaktion der Tessiner kam postwendend. Nur eine Minute später fand Inti Bestoni die Lücke zwischen den Schonern von Daniel Manzato. In der 15. Minute konnten die Tessiner zum ersten Mal Powerplay spielen. Westrum auf Yannick Leu, 2:1 für Ambri. Der kanadische Neuzugang brachte sein Team zum ersten Mal in Führung. Und es kam noch besser für Ambri. Erik Westrum erhöhte noch vor der ersten Drittelspause auf 3:1. Auch nach dem Wiederanpfiff ging Schlag auf Schlag weiter. Nur gerade 18 Sekunden brauchte Niklas Nordgren für den Anschlusstreffer. In der 37. Minute Westrum auf Martin Correa, erneut Powerplay-Tor für die Tessiner. Somit war auch der zweite Ambri-Neuzugang erfolgreich. Die Tessiner hatten aber noch nicht genug. 10 Minuten vor Schluss konnte sich Bestoni als Doppeltorschütze feiern lassen. Die Lakers gaben sich aber nicht kampflos geschlagen. Sven Berger verkürzte auf 5:3. Und nur wenige Zeit später erzielte Suri den vierten Treffer für die St. Galler. 24 Sekunden vor Schluss, Manzato aus dem Tor, Nordgren mit dem Ausgleichstreffer. Aus einem 5:2 wurde ein 5:5. Es folgte die Verlängerung. Brandon Reed im Scheibenbesitz und alleine gegen Bäumle. Der Kanadier schoss die Lakers zum Sieg.